Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Eigentlich bin ich immer noch in der gleichen Aufnahmesession, aber ich musste mal so eine Oh mein Gott, ich bin müde Pause machen und wir hatten zuletzt diese Tür aufgemacht. Mit Lenin. Also mit Lenin davor drauf. Ihr wisst schon, wir gehen rein. Schallisolierte Wände und dann dieser Stuhl. Werden hier drin Menschen gefoltert? Nein, die spielen da drin Metal. Da braucht man schallisolierte Wände. Ein Buch. Ein Buch über den berühmt-berüchtigten Piraten Beilschmidt, der zunächst den Patriziern und dann den Kolonisten nahe Port Royal das Leben schwer gemacht hat. Was geht hier eigentlich die ganze Zeit mit Piraten ab? An dem Stuhl sind Hand- und Fußfesseln angebracht. Wurde hier irgendwer gefangen gehalten? Nein, das haben die nur alles für dich vorbereitet. Alter, der Stuhl sieht schon ein bisschen mies aus. Hübsch? Naja. Ich kann keinen Griff oder Schalter entdecken, mit dem man die Klappe öffnen könnte. Mir kommt da so eine Idee. Aber da kommen wir, glaube ich, so einfach nicht hin, oder? Was haben wir denn hier noch so? Haben wir hier noch was? Das ist alles der Folterstuhl. Gemälde, Klappe. Ja. Nope. 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 Nur für den Fall, dass... Also es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass irgendwas da geht, aber ich dachte, ich mach das mal. Man weiß ja nie. So, wir könnten... Geht die Tür eigentlich wieder zu? Ach, ich kann die Dinger gar nicht mehr benutzen. Okay. Kann ich raus? Da sollte ich besser nicht rausgehen, wenn ich nicht wieder im Frachtraum landen will. Richtig. Wir können aber wir können auch nicht aus dem Fenster raus. Okay, ich dachte, wir drücken hinten halt nochmal auf den Knopf, der keine offensichtliche Wirkung hatte, aber... Geht das Ding von hier aus irgendwo auf? Wir lassen mal die Schublade offen, die nicht offen stehen bleibt. Dieses Ding hier in der Wand ist auch lustigerweise nichts, ne? Also das wäre jetzt so meine erstbeste Vermutung gewesen. Wir haben noch gar kein Schalterrätsel gehabt, oder? Fällt mir gerade so auf. Ich bin ein klein bisschen entrüstet. Können wir die Vase auf den Boden schmeißen und mit den Scherben das Bild zerschneiden? Nein. Wir können auch nichts. Wir können hier auch nicht noch weiterlaufen, ne? Der Raum ist da vorbei. Okay. Oder auch nicht, okay. Achso, das war nur der Schreibtisch. Ich dachte gerade, irgendwas flackert hier doch gerade auf. Okay, da wir uns die Statuen auch nur noch angucken können, genau wie die Bücher, und nichts damit machen können. Ein massiver Holzsockel. Hehe. Also muss noch irgendwas auf dem Schreibtisch gehen. Ich habe die Dokumente bereits einmal überflogen. Für mehr reicht die Zeit jetzt nicht. Sidorkin könnte jeden Moment zurückkommen. Natürlich. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W.I. Aber das... Also ich... Die Klappe wird vermutlich der Safe sein, aber was mache ich damit? Irgendeine wissenschaftliche Abhandlung. Na, das war die Geschichte. Tja. Nee, hier haben wir auch definitiv alles gemacht. In der Schublade drin ist auch nichts, ne? Nee, okay. Können wir die... Nein, wir können sie nicht wieder zumachen, okay. Also irgendwas entgeht mir hier gerade. Irgendwas entgeht mir dann hier offenbar gerade. Nee. Hä? Okay, kann ich was kombinieren? In meinem Inventar? Nein. Nein? Nein. Nein.
Ich kann die Vase nicht mit dem Sockel. Ich kann nichts mit dem Sockel. Die Vase hatten wir gerade. Das Buch. Wir können das Buch in das Regal stellen. Das macht total Sinn. Hörte sich an, als ob noch ein Mechanismus ausgelöst wurde. Ich kann aber keine Veränderung feststellen. Na, ich weiß aber schon eine. Tata! Der Mechanismus im Bücherregal hat die Klappe geöffnet. Aber da ist nichts drin. Seltsam. Sehr seltsam. Na, dann tun wir doch mal die Vase da. Nicht die Vase? Das wäre jetzt total die Lösung gewesen. Fleisch? Glühbirne? Okay. Können wir das Buch wieder rausnehmen? Oder wir gucken nochmal auf den Schreibtisch. Hübsch. Hübsch. Der Mechanismus... Ja, okay. An dem Stuhl sind... Tja, irgendwie dachte ich, wir stellen da jetzt die Vase rein, oder... Ne, dass da innen drin quasi irgendwie so eine kleine Bodenplatte, so ein Bodensensor ist. Wenn da ein bestimmtes Gewicht draufsteht, vielleicht, ne? Aber... Da denke ich wohl zu kompliziert. Befürchte ich. Ein Buch über den berühmt-berüchtigten... Ja, das wissen wir. Aber ja, mit dem können wir das auch nicht mehr. Und... Da sollte ich besser... Hä? Wurde mir der vorhin angezeigt? Wahrscheinlich nicht. Keine. Oder ich habe es nicht gesehen. Den Totenkopf nehme ich mal mit. Aber mit einem kompletten Skelett werde ich bestimmt nicht in der Gegend rumlaufen. Ja, zumindest nicht mit zweien. Gut, dann stellen wir den halt da rein. Puh, das war knapp. Da überlebe ich den Anschlag in der Wohnung meines Vaters und die Typen vom Geheimdienst und werde dann beinahe von einem Bild erschlagen. Das Leben ist manchmal echt seltsam. Crazy how nature does that. Unglaublich. Was ist das für ein merkwürdiges Schloss? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Ach, jetzt verrat mir doch nicht schon die Lösung. Ich wollte gerade sagen, mir so als Safecracker-Experten fällt das doch hier jetzt alles relativ easy. Vielleicht auch nicht, also vielleicht habe ich mich da auch übernommen, ich weiß es nicht. Den kriege ich da. Ah, Moment, ich kriege das aber alles so irgendwie weg, ne? So, so, ne, das macht irgendwie. Ich bin nah dran, ich fühle das. Das hat mein Problem irgendwie nur von A nach B verlagert. Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen... Ja. Quatsch mich nicht voll. So. Ist das gut? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ganz okay. Interessant. Ha! Geschafft. Hoffentlich ist der Inhalt die Mühe wert und ich erfahre endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte... Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall ist sie unterteilt nach Wissenschaftlern, Militär und Geheimdienst. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt?
Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Jede Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs, bis ich das verstanden habe. Was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Die scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt außerirdischen Ursprungs ist. Aufgrund dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse. Die müssen da Tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Natürlich. Drama intensifies. Oh, hallo Oleg. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Was? Und Nina? Ist sie okay? Verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passt auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Ja, okay. Wo genau? Alles klar. Bin schon auf dem Weg. So, wenn Sergejs Informationen stimmen... Dann müsste dies das Militärkrankenhaus sein, in das sie Nina gebracht haben. Hoffentlich geht es ihr gut. Wie konnte es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist? Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Du musst Nina da rausholen. Ich? Ja. Alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht... Aber so dicht dran hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay, und wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja, hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja, sie ist toll. So was Wunderbares ist mir noch nie passiert. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, du hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke. Das werde ich wohl auch brauchen. So etwas Schönes ist ihm noch nie passiert, wie eine Zugentgleisung. Okay, also spielen wir jetzt tatsächlich als Max. Interessant. Irgendwie hatte ich sowas erwartet. Mal gucken, ob ich mich damit anfreunden kann. Eine Einkaufstasche aus Stoff. Okay, es ist offenbar auch nichts drin. An dem Strauch hängen kleine rote Beeren. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. Mit Sicherheit, aber da kann man doch bestimmt Blut mitfälschen. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Na, dann rufen wir den nochmal irgendwo hin und hoffen, dass das Tor offen bleibt und gehen dann da durch. Ihr Handy ist aus. Habe ich vorhin schon versucht. Okay. Den Wagen rauszulocken mag eine gute Idee sein, aber erst einmal brauche ich eine plausible Begründung, warum ich die hier antanzen lassen will. Ihr ruft die doch irgendwo hin. Meine Güte. Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Zieh sie an. Zieh sie nicht an? Okay. Naja, konnte ich hier nicht irgendwas am
Tor. Verschlossen. Ist scheinbar elektrisch. Hat auf jeden Fall kein Schloss. Ja, okay, das war irgendwie zu erwarten. Die Gegensprechanlage, ist das eine Möglichkeit? Ich bin mir nicht sicher. Können wir eigentlich noch mit Oleg reden, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen? Was ist, wenn irgendwas passiert? Wird schon nichts passieren. Ich warte hier. Und falls der Alarm losgeht, tritt Plan B in Kraft. Und der wäre? Das überlege ich mir zu gegebener Zeit. Und jetzt sieh zu, dass du da reinkommst. Okay. Irgendwie habe ich sowas erwartet. Wirkt ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. Tja. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Gegensprechanlage, ne? Warum? Achso. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Nee, deswegen haben die hier auch elektrisches Licht überall. Aber ist schon klar, du Pfosten. Ja? Was sag ich denn jetzt? Schönen guten Tag. Ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus. Ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Was? Ich bin großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will's mir doch nur mal ansehen. Dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade Arzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Er hat einfach die Sprechanlage ausgeschaltet. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Richtig. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Zumindest nicht, wenn man so ein Idiot ist wie du. Zieh doch bitte diesen Scheiß... Ah! Du hässlicher Hohn, zieh halt das Ding an. Sau dich mit den... Ich hab keine Ahnung. Die roten Beeren haben viele hässliche Flecken hinterlassen. Ja. Könntest du... Den Wagen rauszulocken. Wo ist denn dein scheiß Problem, Junge? Mach es doch nicht komplizierter, als es ist. Meine Güte. Hier, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. Super Sache. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab... mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Er hat gar keine Geschichte. Natürlich. Im Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Tja, guck doch mal hinter dieser Tür. Oder im Container. Im Container ist am wahrscheinlichsten, glaube ich. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Besser ist das. Hier ist auf jeden Fall der Schatten von einem Schlüssel. Was es damit auf sich hat, wie wir in das Krankenhaus kommen, wie viele Finger Nina noch hat und was wir hier sonst noch so kaputt machen können, das erfahren wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.